Herzlich willkommen zu Sportlokal, dieses Mal aus Bad Köstritz. Zum 15. Köstritzer Werfertag waren einige Überraschungen versprochen und das Jubiläum wollten wir gerne mitfeiern. Abgesehen davon, dass einige Stars der Leichtathletik-Weltmeisterschaft aus Berlin auch hierher ins Ostthüringische kommen wollten. Also herzlich willkommen zu unserer 7. Ausgabe von Sportlokal. Viel Wirbel um den 15. Köstritzer Werfertag. Gerade im Jahr der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin mussten die Veranstalter bis zuletzt um die attraktive Besetzung ihrer Starterlisten bangen. Die deutschen Stars sind vor allem Werfer und die möchten ihren Ruhm gern international nutzen, bei vielleicht besser bezahlten Golden League Meetings wie in Brüssel oder Zürich. Dort blieben der Wegwerfgesellschaft allerdings keine Plätze. Zum Glück für die Köstritzer, deren Meeting einst als fast familiär gemütlicher Ausklang der Saison galt. Zeiten ändern sich in der internationalen Terminplanung. Mit schwächeren Feldern blieben auch die Zuschauer weg. Man brauchte ein neues, zündendes Konzept, um Funken der Neugier zum neuen leidenschaftlichen Feuer zu entfachen. Dazu gehört im Jahr 2009 vor allem das Neben- oder Miteinander von klassisch-olympischer Athletik mit kraftsportlichem historisch Angelehntem, das heißt sogenannten Highland Games. Hier lautstark und typisch schottisch eingeleitet, unter Beteiligung von quasi Profis, den Highlandern und am Spaß orientierten Clans aus Vereins- oder Betriebsmannschaften zu jeweils 5-Mannsbildern, also den Lowländern aus Bad Köstritz, dem Holzland, Gera und mit sächsischen Partnern. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Kraft und denken Sie daran, dabei sein ist alles. Die Highland Games beim Werfertag werden Ihnen präsentiert von Othüner aus Gera mit ihrer gesunden Rapsmargarine Goldina. Was einst potenzielle Bodyguards des schottischen Königshauses etwa als Kraftproben absolvierten, gab das Vorbild für Übungen mit Schau- und Unterhaltungswert. Also auch bewusst publikumsorientiert. 2009 trotz wachsender Zuschauer manchen platzbauenden Leichtathletik-Übungsleiter zunächst nicht so einfach geteilt worden sein. Denn Überlegungen zu volkssportlichem Treiben brachten einst den Zuschauerwettbewerb 100 Stoßen Kugel auf. Den allerdings gewann 2009 trotz wachsender Zuschauer zum zweiten Mal die Tumor-Konkurrenz. Wenn auch knapp mit summa summarum 936,11 Meter zu 931,27 Meter. Zurück zu den kräftigen Kerls, denen man zu Teilen ihr Hobby ansah. Die etablierten Mitinitiatoren von den Mühlsteinen staunten nicht schlecht über die vermeintlich unbelecktere Konkurrenz, wie der Gera Highlander um die einstigen Kraftdreikämpfer, Gewichtheber, Kreuzheber, Milo Barus-Wettkämpfer, Jonas Drechsel, Birger Liedtke, Peter Hoffmeister, Marco Dorn oder Daniel Kneißl. Doch die packten gleich die großen Brocken an und legten vor. Beim Baumstammüberschlag muss man den Bogen heraushaben. Das schaffte Vorteile für die erfahreneren Teams. Aber spätestens beim Tauziehen war der Ehrgeiz so weit gewachsen, dass um den Gesamterfolg heftig gerangelt wurde. Am Ende hatten die Gera Highlander am Tau zwar den stärkeren Auftritt, mussten sich aber beim Baumstammslalom geschlagen geben und wurden Zweite der Gesamtwertung, knapp hinter den Mühlsteinen. Bei den Lowländern probehalber setzten sich besonders gut die Kieselschmetterer vom heimischen Chemiewerk und der Waterclan der Ostthüringer Wasser- und Abwasser GmbH Ottwa in Szene. Aber eigentlich hatten die alle Spaß und bestätigten damit das Gespür des Veranstalters Hans-Peter Bischofs für ein neues Veranstaltungskonzept. Die Highland Games beim Werfertag wurden Ihnen präsentiert von Othüner aus Gera mit ihrer gesunden Rapsmargarine Goldina. Der Ottwa Cup der Nachwuchsathleten wird Ihnen präsentiert von Ostthüringer Wasser- und Abwasser GmbH, Ihr regionaler Umweltdienstleister. Aber beim 15. Jahrgang des Köstritzer Werfertages boten sich auch von den klassischen Platzherren und Damen große emotional bewegende Momente an. Da bietet der deutsche Leichtathletik-Nachwuchs derzeit mindestens ein Ausnahmetalent. David Stoll,
U20 Europa- und Weltmeister. Inzwischen Weltrekordler seiner Altersklasse mit der 6-Kilo-Kugel. Der Rochlitzer gehört zum LAC Erdgas Chemnitz und seinen Namen sollte man sich wohl merken. Jedenfalls zeigte er auch hier, wie weit Kugelstoßen an der Weltspitze gehen kann. Sein Weltrekord steht bei 22,73 Meter. In Köstritz bot er Konstanz um 22 Meter und den besten Versuch mit 22,02 Meter. Die wirklich nicht schlechten Mitbewerber stießen mit 4 Meter kürzeren Weiten um 17,50 Meter oder 18 Meter. Hendrik Müller, der deutsche Jugendmeister aus Neubrandenburg, war ihm mit 18,06 Meter noch am nächsten. Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Hast du von vornherein auch das Kugelstoßen favorisiert oder war für dich eher der Mehrkampf interessant oder eine andere Wurfdisziplin? Ja, ich habe ja erst Mehrkampf gemacht und dann war ich schon immer so im Kugelstoß und Diskuswerfen am besten. Da habe ich mich dann halt darauf spezialisiert später. Es ist nicht dein erster Wettkampf in Bad Köstritz. Eigentlich im Grunde hast du ja voriges Jahr schon rausgeschaut. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Jahr gestoßen habe, aber auf jeden Fall nicht so weit wie heute. David, in der Zwischenzeit vergleicht man die Kraftwerte und die Bestleistungen beispielsweise von Udo Bayer mit deinen Leistungen. Udo ist später mal Olympiasieger geworden. Hast du jemals diesen Vergleich für dich in Anspruch genommen? Also so direkte Vergleiche, dann achte ich eigentlich nicht. Es wird halt immer von den Medien und von den Trainern so verglichen, aber was da jetzt wirklich war, welche Kraftleistungen die hatten und so, da habe ich mich auch nicht mit befasst. Da soll ich mich auch jetzt nicht so. Erleichterung spürte man über die Resonanz zum Werfertag auch in den Worten maßgeblicher Sponsoren. Der Auftakt zum Köstritzer Werfertag in den Spezialdisziplinen war Ihr Cup eigentlich. Und vielleicht auch Ihr Mann, dieser David Storr? Ja, das kann man so sagen. Also wir unterstützen ja seit vielen Jahren, seit 7 Jahren genau, den Nachwuchscup als OTWA. OTWA steht ja für Ostthüringer Wasser- und Abwasser GmbH, also regionaler Dienstleister. Und neben unserem eigentlichen Job, den wir hier machen, legen wir sehr viel Wert auf unser soziales Engagement und unterstützen unter anderem halt die Sportler und speziell hier in Bad Köstritz sind wir jedes Jahr dabei. Das war eigentlich offensichtlich schon sehr zeitig avisiert, dass es Kugelstoßen werden würde. War das ganz auch Ihre Wahl? Das war nicht unbedingt unsere Wahl, das ist so gekommen, aber bei den Erfolgen, die man auch heute wieder gesehen hat, denke ich, haben wir da eine richtige Wahl getroffen. Sie haben jetzt nun diese Wettkämpfe beim Köstritzer Werfertag über Jahre schon mitverfolgt. Was ist das Wichtigste für Sie, wenn Sie gerade sagen, Sie fördern den Nachwuchs dabei? Ja, ich denke, das Wichtigste und das Schöne ist, wenn man also Sportler erlebt, die im Nachwuchsbereich starten und dann wenige Jahre später sieht man sie im Erwachsenenbereich. Das heißt also, man kann ein bisschen mitverfolgen, wie erfolgreich sie ihre sportliche Karriere gestaltet haben. Sie haben im Prinzip mit dem Cup ja eine größere Verantwortung für den Werfertag übernommen, haben jetzt die neue Profilierung erlebt mit den Highland Games. Gefällt Ihnen das jetzt mit der Publikumswirksamkeit? Ja, als Sponsor hat man natürlich auch, möchte man noch so viel wie möglich Besucher zu solchen Veranstaltungen locken. Und wir haben gemeinsam mit dem Veranstalter letztes Jahr doch recht kritisch darüber nachgedacht, was man tun könnte, damit mehr Zuschauer kommen. Und insofern fand ich die Kombination heute gut. Und dass heute deutlich mehr gekommen sind an Zuschauern als letztes Jahr, denke ich, gibt uns recht, dass dieses Konzept auch vielleicht zukunftsträchtig ist. Der Ottwar Cup wurde Ihnen präsentiert von Ostthüringer Wasser- und Abwasser GmbH, Ihrem regionalen Umweltdienstleister. Im Diskuswerfen rechnete man natürlich vor allem mit dem Typen Robert Harting. Der Berliner hatte sich vor heimischem Publikum das Hemd aufgerissen nach dem Weltmeisterschaftstriumph. Aber nach dem Saisonhöhepunkt mag dieser Werfertag auch ein Stück weit Bad in der Menge sein. Und viel näher am Publikum. Harting dankte das mit respektablen 65,93 Meter aus dem 5. Versuch und distanzierte damit unter anderem die beiden Weltmeisterschaftsteilnehmer Ben Herreden Australien mit 61,84 Meter und Deutschlands derzeitige Nummer 2 Markus Münch 60,10 Meter klar. Der Riese Harting dann als begehrte Beute der Autogrammjäger. Hier ist er selbst dem Werfernachwuchs aus eigener Erfahrung ein guter Begriff. Wenn Sie Robert Harting jetzt was fragen möchten, was würden Sie am liebsten fragen? Ich würde nur erstmal beglückwünschen, dass er es geschafft hat, Weltmeister zu werden und wünschte ihm für die nächste Zeit alles
erdenklich gute. Dankeschön. Robert Harting war vor anderthalb Jahren in Bad Köstritz, um mit Kindern Handtuch weitwerfen zu trainieren. Anderthalb Jahre, stimmt. Ja, anderthalb Jahre, wenn ich jetzt mal von der Olympiateilnahme anderthalb Jahre zurückrechne von 2012, ja, dann müssen sie nächstes Jahr wieder hierher kommen, um mit den Kindern zu trainieren und dann Olympiasieger zu werden. Na, wenn die sich verbessert haben, dann kann man das schon mal abrufen. Dann. Dann müssen die aber auch trainieren in der Zeit jetzt. Danke. Bad Köstritz dann als eine Abschiedsstunde für Franka Dietsch, die dreifache Weltmeisterin. In Berlin war ja der große Triumph nicht noch einmal gegönnt. Dennoch, sie ist jetzt auf Abschiedstournee, wohl unwiderruflich. Im Ostthüringischen musste sie sich erneut der aktuellen deutschen Meisterin Nadine Müller aus Halle beugen, die auf 61,30 Meter kam. Wachablösung also. Franka warf vor einer gern mit ihr mitgehenden Kulisse 58,20 Meter, Platz 2. Aber das war wohl nicht mehr wirklich wichtig. 28 Jahre Leistungssport, Franka. Du fragst dich, was bleibt. Heute frage ich mal, was aus deiner Sicht der schönste Moment war oder der erfolgreichste Moment. Kann ich so nicht an einem bestimmten Wettkampf festmachen. Es gab ganz, ganz viele schöne Momente. Ich bin DDR-Meisterin geworden, das war ein schöner Moment. Ich bin Weltmeisterin geworden, das kann man sicherlich nicht vergleichen, aber das sind alles schöne Momente. Ob es der erste Titel oder der dritte Titel war oder ob es hier mal eine Bestleistung, eine Jahresweltbestleistung aufstellt, alles so eine Sachen sind alles schöne Sachen. Also kann man doch sagen, man sollte die Kinder zum Sport schicken, das kann nicht schaden, oder? Ich gebe euch meine Adresse, wenn jemand nach meiner Wohnung kommen möchte, wäre ich bereit, zu übernehmen. Tja, einfach mal dazwischen gefragt, Franka, gibt es noch einen Wettkampf mit Ihnen oder war Bad Köstritz der letzte? War der letzte, definitiv. Danke. Dann der Vergleich im Kugelstoßen mit den Männermaßstäben. Das heißt in der Hand die 7,25 Kilo Kugel in der Konkurrenz der Männer, unter anderem der Köstritzer Stammgast Ralf Bartels, Europameister von Göteborg, mit Dylan Armstrong, Kanada, und Manuel Martinez aus Spanien, zwei weitere Weltmeisterschaftsstarter aus den Berlino-Tagen und dazu der Thüringer Lokalmatador Andy Dietmar. Zum 14. Mal beim bisher 15. Werfertag dabei. Aber Ladies first, man erweise der Weltmeisterin und Olympiasiegerin die Ehre. Valerie Willi aus Neuseeland, die als fast noch Namenslose hier schon einmal in Bad Köstritz startete, gewann und sich dessen offenbar gut und gerne erinnert. Daneben die derzeit einfach glückliche und mit sich zufriedene Nadine Kleinert, Vize-Weltmeisterin, nun auch schon längere Zeit Ü30. Sie wollte eigentlich zum Boxen wechseln, aber blieb dann doch der Kugel treu. Nun lieferte sie dem Publikum einen ansprechenden Wettkampf ohne Ausreißer. 19,49 Meter im dritten Durchgang, dieses Mal ihr Bestwert. Valerie Willi aber hatte 19,94 Meter schon zum Einstieg vorgelegt. Sie packte unter anderem noch 20,41 Meter drauf und war damit natürlich nicht zu schlagen. Der spanische Routinier steigerte sich bis zum letzten Durchgang auf 20,28 Meter und hielt damit zumindest den Vergleich mit dem kanadischen Gast Dylan Armstrong offen. Dessen bester Versuch wurde mit 20,41 Meter vermessen. Das hatte Ralf Bartels am Werfersonntag viermal drin. Er gewann also verdient mit 20,78 Meter. Und Andy Dietmar, der Gothaer, gern zu scherzen aufgelegt. Mehr als 18,66 Meter waren für ihn nicht drin. Aber Bad Köstritz steckt für ihn voller Erinnerungen und voller Pläne. Die kleinen Starterfelder haben bei solchen Meetings den Vorteil, dem Publikum einen temporeichen, vom Zwischenstand her übersichtlichen Wettkampf zu bieten. Du müsstest ja eigentlich langsam ein Sonderkontingent von Köstritzer Schwarzbier kriegen für 14-malige Teilnahme. Du hast auch die Premiere miterlebt. Kannst du dich noch dran erinnern? Da kann ich mich noch sehr wohl dran erinnern, denn da ging mein Sternchen so ein bisschen auf. Ich war das erste Mal ganz stolz bei den großen Jungs dabei, damals Oliver Sven Buder, Michael Mertens, Johnny Reinhardt. Die haben alle schon aufgehört, bevor sie in dem Alter waren, in dem ich jetzt bin. Und für mich ist es jedes Jahr ein Highlight am Saisonabschluss. Es ist nirgendwo die Stimmung im Stadion so nah dran wie hier, ob Diskus, ob Kugelstoßen. Ähnliche Stimmungen erleben wir wirklich nur bei reinen Kugelspezialmeetings, wo die Zuschauer so nah dran sind. Und es macht einfach nur Spaß. Und solange mir nichts wehtut, bin ich nächstes Jahr wieder dabei. Du hast ja Erfahrung mit eigenen Organisationen, bist in Gotha selbst Gastgeber eines solchen Meetings. Wie schwer ist es eigentlich heutzutage, dafür internationale Besetzung guter Leute zu bekommen?
Die Leute bekommen mich sehr, sehr leicht. Die bekommen mich auch im Vorfeld vor einer WM oder Olympia sehr leicht. Das ist aber eine Frage der Finanzierung. Und da sind wir beim Knackpunkt. Da können wir in Gotha sehr stolz sein, dass uns da wirklich Sponsoren jetzt das 12. Jahr die Treue gehalten haben. Hier sind es demnach viele Sponsoren, die das 14. Mal die Treue halten, obwohl wir wissen, dass es speziell in Thüringen immer schwerer wird, der Wirtschaft da wirklich Geld zu entlocken. Man kann nur mit Leistung werben und dadurch, dass, nehme ich jetzt mal das Kugelstoßen, Männer und Frauen, die Leistung vom Robert Harting vorhin, das wird natürlich durch die Presse gehen und das ist das, was wir dann zurückgeben können. Mit guten Leistungen, dass man Spaß macht. Ich fühle mich hier genauso beklatscht und angefeuert wie ein amtierender WM-Dritter als Thüringer und das macht natürlich Spaß. Damit kann man halt was zurückgeben. Halten wir für die 15. Auflage des Köstritzer Werfertages also fest. Nach vielerlei Experimenten scheint die kraftsportliche Kreuzung mit den Highland Games ein publikumswirksames Rezept zu bieten. Der Unterhaltungswert steigerte sich spürbar. Die Leichtathletik wird wohl fallen oder steigen mit den Leistungen der in nächster Zeit nachkommenden Stars. Deutschland hat solche Typen und Leute. Das Stadion aber braucht bald auch ein verjüngtes Aussehen und für den heimischen Talentstützpunkt eine deutliche Aufwertung, sei es an alternden Wurfanlagen oder wegen der immer noch nicht genehmigten Tartanbahn. Da wird Landespolitik und Sportpolitik gefragt sein. Apropos, der Werfertag war Wahltag, wie auch immer man das jetzt deuten will. Also bitte weiterwirbeln. Ein ungewöhnliches Jubiläum, das wir mit dem Köstritzer Werfertag hier erlebt haben, auf alle Fälle aber mit einigen zusätzlichen Knalleffekten. Man kann gespannt sein, wie die Zukunft dieses Meetings in der nächsten Zeit aussehen wird. Für das kommende Wochenende möchten wir Ihnen gerne empfehlen, vielleicht Rollhockey, den internationalen Gera Cup oder den Einstieg der Poolbillarde in die dritte Bundesliga. Und vielleicht interessieren Sie sich auch für Rugby, Siemer Rugby Thüringen Pokal in Gera. Vielleicht sagen wir dann gemeinsam wieder herzlich willkommen zu Sportlokal.